Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rogue Galaxy. Im letzten Part haben wir ja Burtons Seele quasi getroffen. Ja, aber scheint nicht ganz so unglücklich darüber zu sein, dass sie gestorben ist. Also, wir müssten eigentlich auch bald beim zweiten Bruder ankommen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Da wäre schon noch die 6. Ebene, beziehungsweise auch die 7. Ebene sind gleich. Why is the Desert Claw here? Ah, 7. Ebene. Okay, das ist gut, das brauchen wir nicht. Fixala und ein Donnerschild. Schon, wir sind ja jetzt eigentlich relativ gut durchgekommen bisher. Demnach sollte es ja hier nicht anders sein. Bevor ich es vergesse, gleich mal Kisala das Ding geben. Bin ich frei für was? Dolchschuss Level 2? Ja, Dolchschuss Level 2. Haben wir da auch was Neues verschalten können? FP-Effizienz oder Monddrehung? Ich schalte mal die Monddrehung vor allem. Da wir das zumindest ganz zum schon mal haben. Ah, Monddrehung 2 könnten wir auch schon holen. Möchte ich aber gerade nicht. An FP-Effizienz. Und hier haben wir Blitz plus. Okay. Und schon ist ein Montreon. Montreon. Kisala Chester und Diegos ultimative Kombinationsangriff. Okay, da brauchen wir Diego dafür. Dran. Das könnte schwierig werden. Ich sehe jetzt schon, dass da was schwierig sein könnte. Und Just hat recht, das ist nicht gut. Die andere Seite. Da wir ja den ersten Turm, beziehungsweise den zweiten Turm wollen. Okay, Nabelsanzug. Glaubt es sogar für Simon. Ja. Mal schauen, vielleicht sieht es besser aus. Ja, oder es sieht einfach aus, als würde er gerade aus der Dusche kommen. Ist hier ein Bademantel als ein als ein Arbeitsanzug. Mein Ausmann arbeitet nicht, das war dann konnte nicht so falsch sein. Ah, natürlich. Kann ich die benutzen? Ja, kann ich benutzen. Müssen wir die wenigstens nicht wegwerfen. Ja, gehe ich mit Simon. Das Zeug mal sortieren.
Ausrüstung zuerst. Dann Today. So. So, nochmal. Dass man da Today nicht verwenden kann, ist mir gerade schleierhaft. Ja, weil. Kombinieren. Okay, weiß nicht, womit Lucifer Adamon X kombinieren soll. Interessant. Schon. So, sonst haben wir hier keine Ausrüstung auf Max gebracht. Beziehungsweise die Pistole von Chester ist ja schon die ganze Zeit auf Max. Rechts, da sehe ich einen Durchgang, heißt ich gehe mal hier hin zuerst. Why is the Desert Claw here? Das ist, glaube ich, so richtig. Na ja, sehen wir kriegen, ob wir hier richtig sind oder nicht. Es geht zumindest weiter. Even the Libra King was worried about the two princes. You think I'm gonna go easy? Here they come, bunch of rebels. Ja, ich glaube, es sind hier. Richtig. Wir werden sie gleich mitbekommen, ob wir hier noch einen Speicherpunkt irgendwo vergessen haben oder nicht. Beziehungsweise ein Teleportpunkt. Der hier gleich der letzte sein müsste. Oder? Okay. Wir haben irgendwo einen Teleportpunkt gesehen. Erst 2, 3. Tja. Zum 2 ist komplett 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch komplett. Gefängnisse haben wir, glaube ich, auch alle Ebenen. In den einen. Könnte es sein, dass hier noch einer sein könnte? Zwischen Montageband 3 und Dr. Pikachu's Labor. Da könnte noch einer sein. Ja, das fällt mir eigentlich eh kein Ort mehr ein. Ja, blöd. Egal. Können wir so einen Wagen, vielleicht einen Wagen für uns. Ich glaube, der hieß Gisele oder so. Zimmer.
What do you want? This is the King's Chamber. No place for commoners to be barging in. We're here by order of your father, the Libra King. Please, hear us out. Don't make me laugh. My dead father sent you here? So the dead are now recruiting the living? Or is this all my brother Logan's doing? Don't you see? The Libra King is no longer of this world. But neither are you. You've been dead for a long time. Your obsession with the throne prevents you from moving on. All you are now is a phantom, cursed to haunt this tower for eternity. Huh. Don't be absurd. Fine. Then take a look at this. What? That's my father's sword. Where did you get it? Oh, I see now. Logan went so far as to use father's name in his little scheme. An unforgivable folly! Pawns of Logan! I shall bury you all! In the name of the King! Hat zum Esel. Naja. Okay. Ja, die Brüder sind ja eigentlich nicht so stark. Nicht Sternschnuppen, Missionsschwert. Ja, das ist nicht gut. Das könnte sich Jäger geben. Ja, die sind wirklich stark. Ich meine, Schaden machen sie ja schon. Aber aushalten tun sie dafür auch nichts. Gisala wieder. Gisala, geh doch nicht immer in Nahkampf. So, kann ich nicht eigentlich auch dann nicht bei dem nutzen? Genau, noch mal Illusionsschwert und dann soll es ja eigentlich erledigt sein. So, Level up. Ist auch schön. Father's presence in that blade. It was as though he spoke to me with every strike. So, you deny me, Father. I have lost myself in the pursuit of the throne. I was a poor excuse for a king. I am nothing compared to my father. Please. Tell my brother Logan for me. Tell him the throne is his. And that he is the one fit to succeed our father.
Logan. Gazelle, my brother. So you finally noticed too. The two of us have dishonored our father's throne. We have made so many people suffer. Our sins are grave. I doubt they can ever be forgiven. But we must try to atone for them together. You are absolutely right, my brother. We are the sons of the great monarch, the Libra King, our father. We have continued to quarrel these many long years. But now we have recognized our own gross foolishness. All those who lost their lives during our war, find it in your hearts to forgive us. I swear this now, in the name of King Zerard. We two princes shall henceforth become one king. Beloved citizens, let us journey forth. To the brink of time. Where we can live anew. Where we shall build our kingdom. Honorable warriors, I must thank you. Please, allow me to give you this symbol of our kingdom as a token of our gratitude. We no longer have any need for it. Our father's heart rests within us. Schlüsselteil des Wagenkönigs erhalten. Du kannst es im SP-Bereich finden. So, this is Zerard's key piece. We're setting forth for a new age. One day. We hope to rebuild our kingdom once again. That shall be our penance. Thanks to you, we are able to join hands as brothers once more. Farewell, and thank you. May you have the best of luck on your journey. They're gone. They've finally become true kings. Now they're free to move on to a new world and establish a kingdom. Together. Listen, the bells. Nice sound to it. Seems true peace has finally returned to this place. Some strange things in this old world of ours. I bet I know what's going on. This is a sign that the gods wanted me to continue with my research. Well, I'd better hurry then. I've got other ruins waiting for me. A child of royal blood. Jester. The fate of the galaxy lies within the blood flowing through your veins. Ja, okay. Heißt, wird es doch noch nicht erledigt. Und wir sehen ihn doch noch mal. Was macht das Klaugraben mit königlichem Blut? So, mal ganz kurz schauen, hat die noch einen neuen Auftrag für uns? Vielleicht jetzt. Ja, hat sie sogar. Bei den Türmen.
ich nehme mal an. Kann ich gerne später noch machen. Ob die mal angenommen haben. Bestimmt viele Jagdmützen haben jetzt noch erlangt. Da haben wir ja nicht so viel erlangt. Nee. Können wir nicht aufbessern. Da haben wir das zweite Schlüsselteil. Chester können wir ja nicht freischalten, gerade so wirklich. Außer Feuerresistenz, die braucht er nicht. Zumindest noch nicht. Blitzresistenz mit da oben Level 3 sein. Auch geil. Wie gesagt, muss ich nochmal schauen, wo da wirklich der letzte Teleportpunkt ist. Habe ich nicht schon wieder vergessen. Inzwischen. Allerdings, bevor ich jetzt was machen, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich danke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nicht so sollt, könnt ihr euch gerne noch abonnieren lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Rogue Galaxy wieder. Ciao.